Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde KI-Rasch zusammen mit Kurga. Und Utwin. Und Utwin. Und wir spielen eine weitere Runde Age of Mythology. Letztes Mal haben wir gegen 3 normale KIs gespielt, jetzt geht's gegen 3 schwierige. Lief er letztes Mal schon gut für Kurga, gegen die normalen. Ey, das kann lief richtig. Kann jetzt nur leichter werden gegen die schweren. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an, ein Volk zu wählen und den Gegner, die Götter zu bannen. Ja. Also ich pick jetzt erstmal ein Volk in 3, 2, 1, pick. Ja. Ah. Okay. Interessant. Ja, Wikinger, Griechen. Alles klar. Ich habe beim letzten Mal, hast du beim letzten Mal angefangen mit Bannen? Ich hatte beim letzten Mal angefangen, ja. Dann darfst okay, du zuerst anfangen. Da fange ich jetzt mal an. Ich banne dir Loki. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Okay, alles klar. Ich banne... Ja, ich mache einfach Hades. Okay, alles klar. Dann picken wir jetzt unseren Hauptgott in 3, 2, 1, pick. Machen wir mal hier. Alles klar. Ich wollte eigentlich mal ausprobieren, aber... Ja, einfach mal. Zeus und Odin. Alles klar. Genau, 3 schwere KIs. Wer alle zuerst besiegt hat oder 2 zuerst besiegt hat, im Prinzip von, die müssen aufgegeben haben und man muss die Dorfzentrum von denen besetzen. Und genau. Wir dürfen uns nicht unsere Basen angreifen, aber wir dürfen uns schikanieren, falls wir uns sehen. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Genau. Okay. Okay, gut. Dann good luck. Bereit, wenn du es bist und dann good luck, Herr. Genau, ich mute mich noch und dann hören wir uns später. Jo. So. Kann ja nur besser werden. Ach stimmt, ich hätte nochmal nach Titan fragen können. Ist egal. Wird, glaube ich, eh nicht so weit kommen. Das wird's auf Titan gehen. Und selbst wenn, ist ja auch nicht schlimm. Also wer die Ressourcen für einen Titan ausgibt, der kann das ja ruhig machen. Sowas wie eine Build-Order habe ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Brauchen wir da einen Kornspeicher? Ich habe gar keine Ahnung. Also ich werde diesmal nicht auf Rush gehen, weil das hat gerade eben schon überhaupt nicht funktioniert und das wird jetzt auch nicht funktionieren. Glaube ich. Ich werde jetzt eher versuchen, auf Safe zu spielen und Wirtschaft aufbauen und hoffen, dass ich es überlebe. Genau, das ist der Plan. Ja, Zeus ist jetzt halt so ein klassischer Gott, sag ich jetzt mal, den ich eigentlich auch mal ganz gerne gespielt habe. So allgemein die Griechen mag ich immer sehr. Und ja, genau, Türme einbauen mit Häusern habe ich gelernt. Das soll man machen. Können wir direkt probieren. So, erstmal Jagdhunde, das Sammeln geht schneller. Das wäre wichtig, gerade wenn wir jetzt diese Hirschgruppe hier auseinandernehmen. So. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie hier irgendwelche Build-Orders sind, ehrlich gesagt. Das, ja. Ich versuche einfach nach Bauchgefühl zu spielen. Schnell möglichst ins nächste Zeitalter zu kommen, klar, aber jetzt auch schon andere... Ressourcen irgendwie schon ein bisschen nebenher noch mit so und vielleicht noch 2 auf Gold ist vielleicht noch gut. Bei nee, Gold ist glaube ich wirklich erst ab. Aber ich sollte vielleicht doch erstmal einen Tempel bauen, ich Idiot. Das habe ich. Ich habe keinen Tempel. Und ich habe diese Errungenschaft. Scheiße. Ich habe keinen Tempel. Oh nein. Scheiße. Damn it. Ach, das ist ja schön. Ja. Oh, fuck. Wie kann man denn nur so reinscheißen wie ich? Das gibt's doch gar nicht. Ist das geil. Wenigstens habe ich 2 Backward-Dorfzentren. Das ist natürlich eine schöne Sache. Wie kann man denn nur so reinscheißen wie ich? Das ist ja unglaublich. Kommt, gebt mal ab. Ich brauche dringend einen Tempel.
Danke. Nee. So, den bauen wir jetzt mal schnell. Scheiße, ey. Das kannst du dir ja nie ausdenken. Unbelievable. Das wird mich, glaube ich, echt einiges kosten. Und direkt hochagen, wenn ich den Tempel habe. Das ist ja wirklich unglaublich. Ah, ich glaube, ich gehe auf Minotaurus und Wiederherstellung. Das klingt nach einer guten Sache. Das ist ja wirklich schlimm, ey. Gut, Lager und Kornspeicher habe ich schon. Das passt also eigentlich. Egal. Ich muss mit der Einstellung rangehen. Ich guck einfach, was passiert. So, das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Ich darf mich nicht zu sehr unter Druck setzen selbst. Weil ich glaube, das wird mich unterm Strich das Spiel kosten. Wenn ich mich nicht unter Druck setze, dann... Fritomos. So ist es doch, Leute. Fritomos. Darf ich nur nicht zu sehr unter Druck setzen. So, jetzt habe ich aber kein Holz. Das ist jetzt eher semi. Hm. Bin wieder als erster, glaube ich, hoch, ne? Kann das sein? Okay, ich habe einen Minotaurus bekommen. Erstmal ganz schön, aber... Lagerhaus... Hm. Brauche jetzt halt hier beim Holz unbedingt nochmal mehr. Ja, vielleicht Minotauren-Spam? Vielleicht? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Könnte sein. Gibt es irgendwo Reliquien? Ich sehe gerade auf der Karte gar keine Reliquien. Interessant. Und diesmal muss ich eigentlich auch mit einem Wall arbeiten. Ich darf diesmal diesen gleichen Fehler von vorhin nicht machen. Stark gegen mythische Einheiten, der Jason. Hm. I remember. Ich werde jetzt erstmal meine Grenzen hier abpatrouillieren. Weil schwer ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen. Die schwere KI ist die... Die wird bürsten. Weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich werde auf Nahkampf gehen so ein bisschen. Erstmal eine Kaserne bauen. Damit macht man, glaube ich, erstmal nichts verkehrt. Und ja, Minotauren sind eigentlich, glaube ich, ganz gute Einheiten für den jetzigen Fall. Nee. Sieht unser Protagonist hier anders. So, die sind jetzt alle im klassischen Zeitalter. Hier ist eine Reliquie. Cool, da könnte ich vielleicht doch den Jason mal ausbilden und mal dahin schicken. Was ist denn das? Dorfbewohner ernten schneller. Oh, das ist eine gute Reliquie. Gerade so aus wirtschaftlicher Sicht würde ich sagen, dass das ziemlich gut ist. Esto. Ja, vielleicht schon mal ein paar Hopliten. Können auch erstmal nicht schaden. Und mehr Dorfbewohner mit Nahrung oder für Nahrung. Felder können wir schon mal ein bisschen optimieren. Ey, Jason. Ja, okay. Ich glaube, der Start könnte schlimmer sein. Sagt mir mein Bauchgefühl. Hier bauen wir erstmal einen Wall hin. Ah, bringt die Vorräte an Land und baut mir einen Wall. Tja, Odysseus kostet Holz. Holz, was ich aktuell gerade nicht habe. Schöne Reliquie, die nehme ich. Geil. Nee. Schöne Reliquie, die nehme ich. Nee. So, diese Reliquie habe ich jetzt. Das ist schon mal gut. Ah, okay. Ja, die Dorfzentren sollte ich vielleicht bewachen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Hey, arbeite doch mal weiter. Was ist denn das Problem? Oh ja, ich brauche dringend mehr Holz. Und vor allem Häuser. Oh, shit. Mehr Häuser.
Ja, Utwin hat seinen Scout zu mir geschickt. Nee. Er geht schon wieder. Hm, damit hat er jetzt ungefähr ein Gefühl, wie stark ich bin. Und ich habe den leider nicht gekillt bekommen. Shit. Tja. Handaxt, das wäre, glaube ich, ganz gut. Schließ deine Fenster und Türme, der Sturm kommt. Ich werde dich jetzt angreifen. Bete schon einmal zu deinen Göttern. Sehr gut. Also es gehen schon mal alle drei auf mich. Ja, ich würde sagen, es ist fair und gerecht. Also das finde ich wirklich gut. Wenn jetzt alle drei auf mich gehen, ist eine super Sache. Ich habe zwei Soldaten und Jason. Ah, Utfin ist da oben. Interessant, okay. Braucht die Minotauren jetzt, glaube ich. Ja, wenn jetzt alle auf mich gehen, ist das ja, glaube ich, relativ easy. Ich glaube, die kriege ich eigentlich relativ einfach abgewehrt. Kannst du dir einfach nicht ausdenken. Vielleicht schaffe ich es noch schnell, hier in den Wald zu ziehen. Hm. Yo, Scout, komm mal bitte zurück. Ich könnte jetzt jeden Soldaten... Oh, Toxoten können wir eigentlich mal ein paar machen. Glaube ich, das ist ganz gut. Ja, ich glaube, die sind da jetzt wirklich gleich da. Ja, da sind sie schon. Perfekt. Ich hatte schon gedacht, dass es so einfach wird hier. Und natürlich auch schon so Hersen und so ein Dreck. Aber gut, vielleicht krieg ich's ja einigermaßen. Oh nee, geh doch nicht weg. Das will der doch. Oh, bau lieber den Wald jetzt einmal. Oh, ey, das ist. Ich hab so ein Glück aber auch, ne? Also, weißt du, ich hatte schon wirklich gedacht, boah, das könnte so eine übel langweilige Runde werden und es passiert gar nichts und ich werde überhaupt nicht angegriffen und so. Aber Mensch, da habe ich ja echt Glück, dass ich hier wirklich ein bisschen Action bieten kann in dem Video. Das ist ja wirklich toll. Das gefällt mir auch selber gerade sehr gut, muss ich sagen. Boah, wirklich, ich bin so erleichtert, dass die auf mich gehen. Ich hätte echt gedacht, so, das wird sonst nichts. Na, seid ihr zufrieden, Alter? Blöden Wikinger. Tja. Mehr Holz. Ich habe das jetzt echt besser abgewehrt, als ich befürchtet hatte. Ich würde gerne mal wissen, warum. Also ich würde halt wirklich gerne wissen, warum die jetzt auf mich gegangen sind. Was für ein Indikator war da jetzt nötig? Weil ich die meisten Punkte hatte vielleicht? Also ich weiß es halt wirklich nicht. Ich habe echt keinen beschissenen Plan. Ich glaube, mit dem Essen habe ich jetzt Probleme, aber mit dem Holz habe ich noch mehr Probleme. Ja. Ich glaube, ich mach auch mal... Also ich muss ja irgendwie. Ich mach da unten jetzt mal so zu. Eigentlich, um Utfin auch zu signalisieren, ey, Finger weg, muss ich mal so zuwallen, damit ich die beiden hinteren Dorfzentren quasi auch noch weggewallt bekomme. Ich glaube, dass das sinnvoll ist. Ja. Tja, es läuft irgendwie nichts gerade. Kaum Nahrung, ich brauche mehr Felder. Das ist, glaube ich, mit den Feldern echt so ein bisschen verkackt, kann ich mir vorstellen. Hätte ich schneller eher machen müssen. Aber es ist noch nicht zu spät. Ich habe jetzt ein bisschen Holz zum Glück. Eins, zwei, drei. Okay, drei immerhin. Da kommt die nächste Armee. Hm. Ah, ist ja super. Oh, ich habe keine Nahrung mehr.
natürlich blöd, wenn meine hauptmythischen Einheiten auf Nahrung basieren und ich keine Nahrung habe, dann ist das natürlich richtig nice. Und diese Hersen, die sind halt auch natürlich echt ein Problem. Oh, der Jason. Stimmt, ich hab den Jason ja noch. Cool. Hey, ah, okay. Oh, aber das war teuer. Das hat mich wieder sau viele Einheiten gekostet. Ich muss diesen Wall fertig bauen. Du mauerst dich ein, das wird dir nicht helfen. Ich weiß, danke. Weißt du, oh, da kommt die nächste Armee. Tja. Versuchen wir das Dorfzentrum da zu besetzen. Ja, jetzt wird's halt echt dünner. Kommt, kämpft mit, wenn ihr schon da unten seid. Tja. Irgendwelche Helden nochmal. Den Jason kann ich nochmal holen. Es gehen halt nicht alle auf mich. Warum denn? Was mache ich denn falsch? Bin ich so ein böser Mensch? Ich kann nicht mal die Türme zu Verteidigungstürmen. Oh, shit, was habe ich getan? Was habe ich gedrückt? Schließen. Das geht, das wusste ich gar nicht. Cool, dass man die Map so vergrößern kann. Ja, ich glaube, das war's jetzt leider. Schade. Tja. Das wird wohl nichts mehr. Ich könnte versuchen, diese Türme noch abzugraden. Kein Holz mehr, kein Gold mehr, keine Nahrung mehr. Vielleicht kann ich noch mal. Ich muss die leider rausholen. Man müsste arbeiten. Ich weiß, dass wir angegriffen werden und wir verrecken werden, aber was soll ich tun? Ich kann ja nichts anderes tun, außer jetzt zu versuchen. Wie will ich das ohne Geld schaffen? Da höre ich schon die nächste Armee. Ja. Das ist einfach so. Utwin muss einfach gar nichts machen. Utwin muss wirklich. Ja, ach so, hier kommt ja auch noch was. Ah, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ach, ist das geil. Na. Ich weiß halt nicht. Komm, ich probiere es hier oben nochmal. Zieht's alles nochmal zurück, was ich hier habe. Die überleben hier sowieso nicht mehr. Es ist ein langsames Ausbluten, was ich hier hinnehme. Eventuell kann ich nochmal einen neuen Tempel... Aber was? Ich kann keinen neuen Tempel bauen und der nützt mir auch gar nichts. Ich habe hier oben nicht mal Gold. So, das ist jetzt der Athener, der auf mich geht und der Wikinger und der Grüne auch. Also es gehen wieder alle auf mich. Ich wüsste gerne, woran das gemessen wird. Also, was hat Utwin anders gemacht als ich? Das würde ich halt gerne mal wissen. Das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen nochmal das Fragezeichen einfach gerade. Also ich versuche dieses Dorfzentrum jetzt hier noch zu verteidigen, solange es einfach noch geht. Und auch wenn das Jason alleine machen muss vielleicht, aber ich habe halt nichts mehr, ich kann halt gar nichts mehr machen. Naja, ey, ich habe es wenigstens versucht. Das kann man mir, glaube ich, nicht vorhalten. Ich habe es echt versucht. Und ich dachte auch echt am Anfang, hey, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich habe die ersten drei Angriffe habe ich eigentlich relativ souverän abgewehrt, so. Das ging eigentlich echt gut. Aber, tja, gegen drei machst du halt einfach nichts. Gegen drei machst du halt doch einfach nichts. Tja.
Naja, gut, das Glück, was Utwin jetzt hatte, das, was ich in Age of Empires 1 hatte, wo alle auf Utwin gegangen sind, das hat jetzt halt Utwin. Da habe ich halt einfach Pech gehabt. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das sind dann auch Niederlagen, da ärgere ich, kann ich mich auch gar nicht drüber ärgern, weil es ist halt einfach Pech. So, ich kann mir hier nichts vorwerfen. Ich würde sagen, ich habe echt alles gegeben. Ich kann mir hier nichts vorwerfen. Unterm Strich war es halt einfach Pech. Ich habe zwar diesen Blitz noch, aber was will ich damit jetzt noch machen? Toll, jetzt ist Jason tot und dafür kommt eine neue Griechenarmee. Tja. Ich überlege jetzt echt einfach aufzugeben, damit wir jetzt nochmal eine neue Runde starten können, weil so wird das jetzt hier sowieso nichts mehr. Ich habe ja kein Gold mehr. Ich kann ja ohne Gold nichts machen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich... Also wenn die das Dorf, also wenn die diesen Bereich hier angreifen, dann würde ich, glaube ich, surrendern. Damit wir lieber nochmal eine neue Runde starten können, wo es dann vielleicht wieder ausgeglichen ist. Was will ich ohne Gold machen? Ich kann ja keine Einheiten ausbilden, die ohne Gold funktionieren. Das geht ja nicht. Könnte hier vorne noch das Gold holen, wenn Utwin sich das nicht schon holt. Vielleicht ist das auch schon ein Gold, was sich Utwin hier holt gerade. Ja. Schade. Echt schade, weil ich dachte eigentlich wirklich, dass es gut aussieht. Ich dachte wirklich, dass das gut aussieht. Aber das hat dann einfach nicht sein sollen. Schade. Ja, GG. So, jetzt sind wir da. So, du bist draußen, ne? GG. Das haben mich leider wieder also, von Anfang an alle drei gefokust. Also. Es ist halt wirklich sogar alle drei in diesem Fall. Es ist mal eine auf mich gegangen. Also es ist halt wirklich, das ist echt übel. Ich meine, ich habe jetzt schon mehrfach überlegt, ob ich da irgendwie mal helfe oder sowas, habe ich mir einfach mal gedacht, das ist aber eigentlich schon fast wie gewinnen lassen, weil jede Aktion, die ich tun würde, wäre einfach ein taktischer Fehler in der Hinsicht. Deswegen habe ich jetzt einfach gechillt. Ja, ist ja auch richtig. Aus deiner Perspektive hätte ich es ja auch nicht anders gemacht. Aber ich dachte eigentlich am Anfang, boah, das sieht eigentlich echt gut aus. Ich hatte eigentlich relativ schnell eine ganz gute Wirtschaft, dachte ich, und ein paar Truppen, weil es haben sich auch von, ich glaube, in der vierten Minute haben sich alle drei schon angekündigt, dass sie mich angreifen, haben alle schon gesagt, ja, wir kommen jetzt dich jetzt holen und so. Und ich dachte mir so, das geht schon wieder richtig geil los. Aber ich konnte diese erste Angriffswelle eigentlich noch recht gut abwehren gegen die alle. Aber dann kamen die halt wieder und wieder und wieder und das hat mich jetzt einfach zermürbt, sodass ich da jetzt halt leider auch echt keine guten Karten mehr hatte. Das war das Problem. Und dann wieder. Und dann hatte ich jetzt am Ende nichts mehr, was ich da jetzt noch machen konnte. Schade. Aber, naja, habe ich halt einfach Pech gehabt. Das ist schon echt heftig, ey. Da hatte ich halt einfach Pech gehabt. Naja, es war einfach Pech. Also, es ärgert mich auch gar nicht jetzt, weil das hätte dir halt genauso passieren können. So, das ist halt einfach Pech gewesen jetzt. Ach shit, jetzt habe ich die Statistik nicht mehr gezeigt. Wenn ihr Statistiken sehen wollt, dann schaut in Utwins Video auf jeden Fall nochmal rein. Ich müsste jetzt einfach aus Prinzip einfach auch wegklicken. Aber weißt du, du hast mich am Anfang übelst erschreckt, weil ich habe schon die ganze Zeit damit gerechnet, oh Gott, der Gegner müsste gleich angreifen. Dann kam Angriffssound und ich habe einfach gesehen, wie zwei Minotauren da kamen. Und ich habe erstmal schnell auf meinen Tempel und Hersen ausgebildet. Ich habe gedacht, scheiße, ich brauche was gegen mythologische Einheiten rausgespammt. Dann habe ich erstmal realisiert, dass du das warst mit Minotauren. Dachte mir, okay, Hersen wieder einstellen. Kommando zurück. Ja, ich habe eigentlich am Anfang echt gut gescoutet. Also ich habe super schnell mein Viertel da unten aufgedeckt. Habe schnell gesehen, oh, zwei Dorfzentrum, backwards, perfekt. Da kann man schön boosten und Wirtschaft geil rausdrücken und so. Ich wollte auch gar nicht früh angreifen gehen, weil ich mir dachte, das macht eh keinen Sinn. Das hat gerade schon nicht geklappt, das wird jetzt auch nicht gut klappen. Und dann dachte ich mir so, komm, konzentrierst dich erstmal auf Eco und Verteidigung und so und das, naja. Vielleicht klappt es in der nächsten Runde einfach besser. Hoffentlich jedenfalls. Also, jetzt hat man so wenig von Wikingern gesehen, dass ich überlege, ob ich die nochmal spiele. Aber ich glaube, ich bleibe bei meiner Strategie von wegen alle mal zu zeigen. Okay. Daher passt das. Alles klar. Jo. Dann danke fürs Zusehen. Ja. Schaut bei Utwin rein. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.